sind auf jeden Fall schon ein paar Leute jetzt da und ich würde mal sagen, reagiere mal auf die Kollektion von Jan Broke. Wir hatten nochmal telefoniert, hat er schon released. Ich weiß, er hat da sehr viel Arbeit und Liebe reingesteckt. Man muss eine Sache sagen, im Vorfeld meinte er schon, dass die normale Kalkulation der Modeindustrie auf seine Produkte nicht anwendbar ist. Also er hat es immer so kalkuliert, dass man auf jeden Fall mehr für sein Geld bekommt. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit Jan Broke an. Ja, Leute, ihr seht schon im Hintergrund, es sind Klamotten. Wer hätte es gedacht? Klamotten! Warum Klamotten? Weil ich es selber nicht mehr einsehe, andere Klamotten anzuziehen, weil ich auch meinen eigenen Kram machen kann. Ist wie es ist. Leute, ihr kennt mich. Mich sieht man nur in Trainingsanzügen oder in Hoodies. Wenn ich meine Jeans anziehe, werde ich in den Kommentaren gehatet, warum ich eine Jeans... Ich weiß nur, bei dem Video, was wir hatten, was wir aufgenommen haben, dieses Praktikumsvideo, hat er ein Hemd angezogen. Jeans anhabe. Und deswegen hatte ich Bock, Trainingsanzüge zu bringen. Und ich habe mir gedacht, zwei Trainingsanzüge könnte langweilig werden. Mach doch einen richtigen Drop-Toss. Und deswegen habe ich es noch erweitert mit zwei Hoodies und mit zwei Shirts. Leute, ihr wisst, in der Vergangenheit habe ich auch schon Merch verkauft gehabt. Hier ist es aber ganz wichtig zu differenzieren. Den Merch-Host kannte ich übrigens nicht von ihm. Was Merch ist und was eine eigene Marke ist. Das ist eine eigene Marke, kein Merch. Viele Leute, die nicht wissen, was Merch ist, ich erkläre euch das mal ganz schnell, okay? Einfaches Beispiel. Ich bin Beşiktaş-Fan und will meinen Verein supporten. Ich kaufe drei Trikots für 88.000 Euro. Obwohl ich ganz genau weiß, dieses Trikot kostet in der Produktion vielleicht 3 Cent. Aber wieso mache ich das? Um den Verein zu unterstützen. Und deswegen sagt man Merch. Mit meinem Merch damals war es nicht anders. Es war keine Top-Qualität. Es war einfach nur ein, ich will nicht sagen Fan, ihr seid keine Fans, aber es ist ein Artikel, womit ihr mich supportet. So sah dann auch dementsprechend das Produkt aus. Derzeit gibt es nicht so viele YouTuber. Also hier sieht man auf jeden Fall schon im Hintergrund, dass das eine eigene Marke ist. Also das würde ich nicht zu Merch in die Richtung, da würde ich das nicht positionieren. Früher, die noch Merch betreiben, weil wir sind alle schlauer geworden, haben ein bisschen Geld verdient, haben ein bisschen Geld beiseite getan. Damals hat jeder einfach nur Provision bekommen. Nehmen wir mal, ich habe damals einen Pulli verkauft für 50 Euro, ich habe davon 6% gekriegt. So, das war halt meine Provision, weil ich das selber nicht machen konnte. Heute ist es aber so, dass ich alles selber machen kann. Damit wir das schon mal hinter uns haben. Ich will nicht, dass ihr sagt, das ist Merch, das ist kein Merch, das ist meine eigene Marke. Es ist Marke. Marke heißt Qualität und das ist Baba-Qualität, Bruder. Jede Marke hat natürlich einen eigenen... Namen und ich habe natürlich auch meinen Namen und ihr habt es auch bestimmt in meinen Videos gesehen gehabt. Ich habe öfter T-Shirts und Pullis angehabt, wo man diese Abkürzung sieht. Wofür steht aber die YDS? Deserve your dreams. Könnt ihr Englisch? Habt ihr in der Schule aufgepasst? Nein? Ist kein Problem, ich übersetze euch. Deserve your dreams heißt, verdien dir deine Träume. Arbeite. Mach was für dein Leben. Deserve your dreams ist für mich ein motivierender Spruch. Und mein Ziel war es, wenn die Leute was kaufen oder meine Marke vielleicht mal größer werden sollte, inshallah, werden die Leute die Abkürzung sehen mit DYDS. Wenn ihr was kauft, werdet ihr sagen, ja, ich habe was. Ich muss sagen, diese Abkürzung sieht optisch sehr, sehr gut aus. Ne? 2D auch so fürs Auge. Muss ich sagen, sieht sehr, sehr gut aus. Auch der Spruch gefällt mir gut. DYDS gekauft und dein Kollege wird dich fragen, ey, was heißt DYDS? Und du wirst sagen, deserve your dreams. Und ich will, dass die Leute miteinander kommunizieren und wissen, was das bedeutet. Leute, ihr wisst, ich mache sowas zum ersten Mal. Das heißt, ich bin ein Neueinsteiger. Und in dieser Branche ist es wie üblich so, dass Neueinsteiger nicht so viel Geld investieren, weil sie Angst davor haben, Minus zu gehen. Ich hatte keine Angst, damit ihr mich versteht, okay? In der Produktion hatte ich eine sehr große Auswahl davon, was für eine Qualität ich haben will. Sei es H&M, Zara oder Balenciaga. Ich habe mich für das Beste entschieden. Beste heißt auch meistens das hier. Es wird teuer. Sei es der Stoff, die Nahtechnik, der Aufdruck, sogar die Handtags, Digga, und meine Etiketten sind das Beste vom Besten. Ihr kennt das doch, wenn ihr Klamotten... Er war in der Türkei und er meinte schon, dass er dieselbe Produktionsstätte hat wie manche Modefirmen. Ich weiß nicht mehr, ob es... Er hat mir das gesagt, Balenciaga war oder so und es ist 1:1 aus demselben Haus, also dort, wo es produziert wird und ja... Klamotten kauft, Digga. Diese Etiketten, die euch nerven, die jucken und so. Digga, das juckt nicht, weil meine Etiketten sind aus Seide, Bruder. Aus Seide. Ich habe keine Kosten gespart, Mann. Leute, ich wiederhole es nochmal. Ich habe sehr viel Geld investiert und keine Kosten gespart, denn mir war es persönlich wichtiger, bei meinem ersten Drop, bei meiner eigenen Marke, nicht kritisierbar zu sein. Einfach gesagt, ich habe so viel Kohle investiert, dass wenn du meine Sachen kaufst, dass du am Ende mich sagen kannst, boah, ja, John hat gesagt, das ist Baba, das war gar nicht Baba, dies, das. Nein, ich will das. Also da muss ich sagen, da ist er schon sehr, sehr kritisch. Also das würde er niemals machen. Er wird niemals irgendwas mit seinem Namen veröffentlichten, was jetzt von der Qualität her nicht angemessen ist. Ganz genau, von Anfang an weiß, boah, der hat mir was Geiles gegeben. Ihr habt es in meinen Videos oder in meinen Instagram-Stories mitbekommen, ich bin sehr oft von Deutschland nach Türkei gependelt, weil ich auch in der Produktion dabei sein wollte. Ich war, glaube ich, alle zwei oder alle drei Wochen hier, um alles mitverfolgen zu können, um alles zu sehen, damit ich weiß, ich bin davon zu 1000% überzeugt. Genug geredet, kommen wir zu den Klamotten. Ich habe gerade meinen Hoodie und eine Jogginghose an, deswegen kommen wir erstmal zu meinen Klamotten und danach können wir alles vom Ständer nehmen, okay? So sieht der Hoodie von vorne aus. Ich drehe mich auch mal um, weil wir auch einen Aufdruck haben. Hinter der Kamera ist Rosa. Rosa, wie geht's dir, Bro? Bruder, sehr gut. Ich finde das Schwarz mit dem grünen Crypt unnormal. Ja, ist sehr, sehr schön. Ich habe so eine Hose auch in der Farbe. Sehr schön. Okay. Darüber hinaus ist hinter der Kamera auch unser Produzent. Er spricht auch Deutsch. Can redet, als hätte er konstant 10.000er Puls. Ich sag mal so, im Real Life ist er genauso. Immer am Anschlag. Bro, wie geht's dir? Gut, und dir, ja? Mir geht's auch sehr gut. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Stoff an. Was hast du zum Stoff zu sagen? Also, wir haben diesen Stoff ziemlich speziell für euch hergestellt. Das hat auch sehr lange gedauert. Wir haben einen ganzen Monat dafür gewartet.
Dann war es dann halt zum Schluss dann da und danach haben wir angefangen zu produzieren. Damit wollen wir auch sagen, dass wir keinen Standardstoff genommen haben. Wisst ihr, ich meine, wie ich schon am Anfang gesagt habe, man hat Auswahl, aber... Ja, ihm war es, glaube ich, ganz wichtig, dass diese Hoodie-Qualität extrem dicke und schwere Baumwolle ist. Wir haben einen speziellen Stoff für uns selber ausgesucht. Kommen wir zur Nahttechnik. Also die Nahttechnik benutzt eigentlich die großen Designer. Das ist normalerweise nicht üblich, dass irgendein Kleinunternehmen diese Nahttechnik benutzt. Das ist auch ziemlich teuer. Da hast du natürlich tief in die Tasche gegriffen und diese Nahttechnik. Wie gesagt, mir ist wichtig, Top-Qualität zu bieten. Das ist aber eine Sache, das müsst ihr selber herausfinden und selber anziehen, damit ihr das versteht. Das ist so, wie wenn ihr ein Video über Parfüm oder Essen guckt. Ihr schmeckt es gerade nicht. Ihr wisst es selber. Ihr müsst es selber probieren. Ihr müsst es in der Hand haben oder selber halt. Boah, sein Energy-Level ist auf jeden Fall bei 100, ey. Weißt du, ich meine, jetzt kommen wir zu den anderen Klamotten. Ja, Leute, das ist der Anzug. Nice. So sieht der seitlich aus. Und ich habe ja schon gerade gesagt gehabt, der Trainingsanzug ist slim. Oh, guck mal, mashallah, schöne Uhr. Mit dem roten Ziffernblatt. Sehr, sehr schön. Ich will jetzt mein Gewicht nicht sagen, aber ich bin von der Statur jetzt ein bisschen breit. Muss sagen, der Jogginganzug gefällt mir so auch ganz gut. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich ihn anziehen soll, aber für John würde ich es safe machen. Alter, deswegen muss euch klar sein, dass ihr vielleicht eine größere Version braucht. Sprich, ich ziehe eigentlich für üblich M an, das ist aber L. Wisst ihr, was ich meine? Bei den Hosen ziehe ich es für gewöhnlich. Boah, ich sag's euch, seine Uhr, ne? Seine Uhr, ohne Witz. Die, wir haben sie in den letzten Tagen noch ein bisschen aufgemotzt. Das heißt, er hat eine Datejust 2, aber ich habe mal auf einer Messe so ein Ziffernblatt gekauft in Rot. Das habe ich immer aus Amerika gesehen. Datejust 2, nee, 41. Sieht ungefähr so aus. Also das ist das Blatt, was er hat. Er hat nur eine Brillantlünette und ein Jubiläband. Also passt natürlich jetzt zu diesem Türkei-Thema so, ne? Sehr, sehr gut. Also von daher, das Blatt auf jeden Fall richtig nice. Merkt euch das, der Trainingsanzug ist slimfit. Damit das für euch vielleicht ein bisschen leichter fällt, ich bin 1,70 groß, hab ein bisschen Bauch, der Anzug sitzt trotzdem bei mir gut. Ich habe aber auch Azad am Start. Azad ist Fußballer und hat eine bessere Statur als ich. Also er ist ein bisschen dünner, komm dazu, Bro. Wie groß bist du, Azad? 1,80. So, 1,80. So sieht's bei Azad aus. Selbe Prozedur, mein Oberteil ist wieder L und die Hose ist M. So. Weiß für Sommer, oder? Ich kann mir ja gleich mal was aussuchen und schreibe, dann können wir Can kurz mal anrufen. Sieht der Anzug in weiß aus. Can, 1,70 groß, Türke, hat einen kleinen Bauch. Azad, Sportler, spielt Fußball. 1,80 S. So sieht es bei Azad aus, meine Damen und Herren. Das ist der Anzug. Wie findest du den Anzug, Bruder? Bruder, der ist geil. Papa, gibt's gleich zu diskutieren. Ihr seht, Leute, zwei T-Shirts. Die sind Oversize, schön, meiner ist schwarz, der von Azad ist weiß. So sieht das Ganze von hinten aus. Das ist ein bisschen cringe, wenn wir das so aufnehmen. Ne? Ey, Ozan, fass mal an. Sei ehrlich, Bruder. Sag was zum Stoff. Hat eine gute Qualität. Sag was zum Stick, Digga. Fass den Stick an. Stick. Bruder, das ist geil. Walla, das ist sag geil. Was zum Aufzug, Bro. Sag was. Du bist der Meinungsmacher. Sag was. Willst du das T-Shirt kaufen, Bruder? Ich werde den Engel auf jeden Fall kaufen. Natürlich wirst du ihn kaufen. Der Engel sieht bombastisch. Natürlich wirst du ihn kaufen, Digga. Nee, ich bekomme geschenkt, Bro. Safe. Bekommst du nicht? Natürlich bekommst du. Du kaufst es. Digga, du bringst eine Marke. Warte mal, du bringst eine Marke und glaubst, dass ich das kaufen werde? Natürlich, weil du mich unterstützt, weil du mein Bruder bist. Ich habe schon 100 Mal gesagt, ich bin 1,70 groß, hab einen kleinen Bauch. Mein Oversize-T-Shirt ist M. Assad seiner. Wir rufen gleich mal kurz John an. Ist auch M. So sieht das Ganze aus. Von der Länge her, von dies, das, mies, mass. Ist gut. Digga, ich hab niemals früher gedacht, dass ich Oversize tragen werde, aber die Shirts sind Baba. Kommen wir zum letzten Hoodie. Wie ich auch schon bei dem Shirt gesagt habe, der Pulli ist auch Oversize von der Größe M. Und diesen Pulli kennt ihr schon bereits, weil ich ihn auf Instagram schon gepostet habe. Mir haben sehr viele geschrieben. Ozan, lest vor. Things change, people change. Und das sind Fakten, Bruder. Sag, dass der Pulli Baba ist, Digga. Bruder, der Pulli ist krass, lauter, Mann. Das reicht, Digga. Der Pulli ist krass. Alles ist krass. Deine ganze Kollektion ist krass, Digga. Ich hab's verstanden. Ich glaube, das ist mein Favorit, oder? Mann. Ist er auch. Ich habe mir vorhin noch etwas ausgedacht, okay? Mich würde es freuen, wenn ihr von meiner Marke auch der Instagram-Seite folgt. Die Instagram-Seite ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Ich schreibe es aber auch nochmal hier hin. DYDS_worldwide. Jeder, der der Instagram-Seite folgt, nimmt automatisch an einer Verlosung teil, okay? Und ihr kennt mich, Leute. Ich bin kein Faker. Ich stehe zu meinem Wort. Ich mache ein cooles Gewinnspiel. Ich werde einige von euch, ich weiß nicht wie viele, aber safe ein paar von euch aussuchen, die ein ganzes Paket gewinnen können. Ich werde alle Namen einzeln in ein Programm eingeben und dann wird ausgelost. Die Gewinner kriegen die ganze Kollektion. Die werden nicht nur normal versendet. Nein, ich komme zu euch nach Hause. Egal, wo ihr... Ja, der Aufdruck hinten, weißt du, aber ich sag dir eins, ich habe so eine Hose von Jacob Cohen, habe ich letztens im Stream schon gesagt, die Marke, und da habe ich genau dieselbe Farbe. Das einzige Problem ist, diese Hose ist sehr schlank geschnitten. Ich glaube, es sieht ein bisschen wack aus. Und ich werde da hinfahren und daraus einen Blog machen, weil das ist auch gute Promo für mich. Wann wird das Gewinnspiel aufgelöst? Und zwar genau ein Tag vor dem Release. Der Release ist nächste Woche. Ja, Leute, und dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich bin echt aufgeregt, Mann. Ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Diskutiert ruhig über die Marke. Wie findet ihr die Aktion? Wie findet ihr alles? Lasst mich alles wissen. Tschüss. Ja, lass uns mal anrufen. Mal sehen, was er sagt. Assalamu alaikum.
Alaikum salam, wie geht's? Ja, gut. Was machst du? Ich war gerade zu meiner Familie, Cousin hat Geburtstag. Marcello, du hast dein Video, muss ich sagen. Ich bin gerade live und ich hab's mir gerade Es reingezogen. kommt Guten Abend, Bruder, es kommt Also ich muss sagen, dieser Stick und so weiter sieht sehr hochwertig Guten aus. Abend. Du kommst, ich komm zum Paket, Habibi! Komm zum Paket! Ja. Komm zum Paket, bring ich dir! Ja, nice. Also ich muss sagen, also du hast dir wirklich was Schönes einfallen lassen. Der Danke, Bro. weiße Trainingsanzug sieht auch heftig aus. Freut mich, kriegst du alles! Kriegst du alles, Bruder, kriegst du alles! Also nächste Woche Freitag geht's online, oder was? Ja, inshallah, inshallah, wenn alles gut geht, wenn uns Corona keinen Strich durch die Rechnung zieht, geht's nächsten Freitag los. Okay. Inshallah. Hast du die Ware schon bekommen, oder? Du hast gesagt, du bist gerade live, Ja, oder? ich bin gerade live. Okay, sollen die das jetzt live selber nicht wissen dann? Ach so, Das okay. erzähle ich dir im Nachhinein. Ist Okay, besser. alles klar. Okay, Nee, gut, dann wir sehen uns bestimmt nächste Woche oder also oder die Woche jetzt. safe, safe, Bruder, safe, safe. Okay, alles klar, bis dann, Ich ne? danke dir, Bro. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Herr Can, er ist wirklich sehr, sehr nett. Ja, cool, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und dann gucken wir mal. Beim Outfit of the Day, einer der meist gelikten Bilder bei mir ist auch, als ich mal dieses Halal Money Outfit anhatte. Von daher freue ich mich eigentlich mal darauf.